Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Nier Automata. Beim letzten Mal, ja, haben wir die Aliens gefunden, oder zumindest das, was von ihnen übrig geblieben ist, denn wie wir erfahren haben, haben die Maschinen schon lange die Aliens getötet, ihre Erschaffer, und wollen sich jetzt, ja, so ein bisschen die Menschen angucken. Und ja, bevor wir uns jetzt, beziehungsweise unsere Hauptaufgabe besteht jetzt darin, mit Pascal zu reden und Tierköder, und mal ein bisschen was über die Maschinen in Erfahrung zu bringen. Aber vorher haben wir noch eine ganze Menge anderer Sachen zu tun. Unter anderem die Verräter noch einzufangen. Aber wir schauen mal, denn ja, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun. Und dementsprechend werden wir auch gar nicht erst Großmüdigkeit vorschützen. Hier sieht es jetzt natürlich alles generell ein bisschen anders aus, weil ja jetzt hier die Maschinen angegriffen hatten. Was an sich ganz cool ist. Da vorne ist zum Beispiel, glaube ich, noch der besiegte Goliath, den wir besiegt, also ja, den Goliath, den wir besiegt haben. Und ich glaube, ach, guck mal, da oben ist jemand, fliegt noch jemand rum. Zu dem können wir auch noch. Dann gehen wir erstmal zu dem da. Hang on, Tubi. This machine is still alive. So destroy it. Maybe we should hold off. Its main drive has been trashed, so there's no way it can attack us. And we might be able to learn something interesting if we study it. Na gut, dann mach halt. Wie wollen wir das Ding untersuchen? Ich werde versuchen, ein paar ihrer defekten Schaltkreise zu reparieren. Warum? Damit wir mehr über die Maschinen erfahren können. Meinst du nicht, es könnte sich lohnen? Na, wenn du meinst. Na gut, dann mach halt mal, ne? Ich werde eine intakte Schraube brauchen, um die Reparatur abschließen zu können. Vielleicht finden wir einen in den Überresten der anderen Feinde. Nett. Pot, such nach den Positionen relevanter Feinde. Ja. Target location data obtained. Marking on map. Okay, damit haben wir welche. Gut, dann müssen wir mal gucken. I'm still not sure any of this is a good idea. The more data we have, the better, right? Die Frage ist jetzt eher, was hat's mit dem Typen da oben auf sich, der da so rumfliegt? Ach, guck mal, die Maschinen hier sind jetzt nicht mehr passiv, sondern die greifen uns aktiv an. Ja, das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass wir von denen nicht so erledigt werden. Weil die auch gar nicht so schwach sind. Ja, die Maschinen scheinen hier den Teil endlich zurückerobern zu wollen. Haben den hier scheinbar zu lange den Androiden und Menschen überlassen. So, aber ich wollte mich mit dem da oben mal gleich unterhalten und vielleicht auch mal gucken. Das hier ist, glaube ich, ach, die können sich, die Yorha-Verräter können sich theoretisch auf dem Goliath verstecken, oder wie? Es gibt mehrere Orte, wo wir die Verräter quasi finden können. Gucken wir einfach erstmal hier, bevor wir zu dem anderen Typen da gehen. Was haben wir denn hier? Mach schon off. 1000G. Ich weiß nicht, es sind, glaube ich, keine Gold, aber man kann es ja trotzdem mal mitnehmen. Dann klettern wir mal auf den Goliath und gucken mal, ob wir hier die Verräter finden können oder ob die woanders sind. Wie gesagt, gibt leider mehrere Optionen, das heißt, man kann sich da nicht 100% sicher sein. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Sieht nicht so aus, hier ist keiner. Na gut, dann reden wir mal mit dem Typen da unten. Vielleicht schaffe ich es dann jetzt. Sehr gut. Und gucken mal, was der will. Schauen wir doch mal. Ey, was mit dir? Du da, ho, wandelst du ständig auf dem Pfad der Tugend? Das Leben ist ein flüchtiger Augenblick. Wir müssen geradeaus fliegen, wie ein Pfeil, und niemals vom Weg abkommen. Also lass uns sehen, wer von uns schneller ist. Glaube an dich selbst und ergreife die Zukunft. Ja, gegen den können wir im Rennen antreten. Das können wir auch mal machen. Mit beiden Händen natürlich. Oh, ja, du wirst verlieren. Geht's jetzt schon los? Ach so. Ich dachte schon, ein Start wäre ja schon noch ganz nett. Und hierfür werde ich dann gleich mal auch, ja, davon gibt's natürlich auch mehrere. Die Ziellinie ist dort hinten. Alles klar. Du und ich, mein Freund, alles ist erlaubt. Okay, ich probiere es erstmal ohne. Und wenn das nicht klappen sollte, weil wir zu langsam sind, werde ich ein paar Geschwindigkeitschips reinhauen, um ein bisschen flotter unterwegs zu sein. Die können wir dann im Notfall auch noch verstärken und neue kaufen und so weiter. Die machen wirklich einen Unterschied, das ist echt krass. Ich meine, man merkt das nicht so unbedingt direkt. Na gut, jetzt habe ich es, glaube ich, eh verkackt. Weil ich falsch gelaufen bin. Wie komme ich denn da überhaupt hin?
Ach, hier oben lang. Na gut, war vielleicht gar nicht mal so schlecht, erstmal den Weg auszukundschaften. Ja, ich hab's voll verkackt. Okay, pass mal auf, dann nutzen wir die Zeit mal gerade. Das Schöne ist ja, wir können mehrere verschiedene Plugin-Programme einstellen. Das heißt, wir passen hier mal ein bisschen was an. Ich meine, wir brauchen dann ja sowas zum Beispiel nicht, weil das ist jetzt das Ding, was ich wirklich nur nehmen will fürs Rennen oder für die Rennen. Deswegen sowas wie Fähigkeitenleiste, Feinddaten, das brauchen wir alles nicht. Minikarte und Ziele wäre vielleicht noch ganz gut. Das Textlog lassen wir auch mal drin. Den Speicherpunkt braucht man nicht, den Schadenswert braucht man nicht. Und die Steuerung brauchen wir da eigentlich auch nicht. Dann optimieren wir mal ganz kurz. Sehr gut. Und dann, das müssten Unterstützungschips sein. Genau, einmal die Ausweichdistanz. Und dann die Bewegungstempo-Chips. Ich hau jetzt erstmal alle rein. Die können wir dann natürlich theoretisch noch kombinieren. Um da bessere oder stärkere rauszukriegen. Ich mach mal noch eine Ausweichdistanz. So, wie viel Platz habe ich noch? 7. Da passt noch ein Bewegungstempo plus 1. Warte mal. Das Effektlimit für Bewegungstempo plus wurde überschritten. Ach, guck mal. Ja gut, dann ist ja sowieso egal. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur noch Ausweichdistanz. Gut, das heißt, wir haben das maximale Bewegungstempo. So, das ist er. Habe ich das jetzt auch aktiviert? Nee, das müssen wir natürlich ausrüsten. So. Und dann sollten wir jetzt auch dort bedeutend schneller unterwegs sein. Da brauchen wir die Chips ja gar nicht verstärken. Pa, du kannst bestimmt noch mehr. Das Leben ist zu kurz, um sinnlos im Kreis zu laufen. Nun reiß dich zusammen und fordere mich noch einmal heraus. Ja, machen wir das noch. Jetzt sollte das... Ich meine, jetzt weiß ich, wo es lang geht und ich bin schneller. Ja. Los, probieren wir es nochmal. Oh, ja, du wirst verlieren. Ist nochmal die gleiche Strecke. Ich meine, wie gesagt, jetzt weiß ich ja, was ich tun muss. Und da das scheinbar eh das Bewegungstempo maximal auf 20% ist, ist es jetzt auch nicht so wild, dass ich da, wie gesagt, die Chips jetzt nicht kombiniert habe zu plus 2er oder plus 3er Chips, um mehr Platz zu kriegen. Und na, die Ausweichdistanz könnte man noch ein bisschen höher machen, dann würde der Dash ein bisschen besser gehen. Aber ich glaube, insgesamt sollten wir jetzt auch deutlich schneller sein. So, jetzt da drüben lang. Dann hier hoch. Nein! Oh, was doch zum Kotzen. Ja, jetzt habe ich es natürlich ganz knapp nicht geschafft, weil ich es wieder... Ach, man muss aber schon den Weg richtig machen. Okay, einmal probieren wir es noch. So, ja, 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 ich kann das nochmal. Komm hier. Ist doch nicht so schwer. Komm schon. Ich verkack's jetzt aber auch und ich meine, das ist noch die einfache Variante, ne? Wie man schon erwarten kann. Das ist die erste Tempomeisterschaft, da gibt es noch deutlich komplexere. Ja, ich habe den Baum halt gerade nicht getroffen. Das ist halt echt gerade gar nicht so einfach, den Baumstamm da zu treffen. Ich brauche vielleicht noch Ausweichdistanz-Chips. Die wären auf jeden Fall ganz gut. Für die ganze Geschichte. Gleichzeitig müsste es aber auch ohne gehen. Weil eigentlich kommt es hauptsächlich da auf die Bewegungen an. Ich glaube, man braucht auch nicht zwingend Bewegungschips. Na doch, ich glaube, für die späteren braucht man auf jeden Fall Bewegungschips. Weil ich glaube, dann schafft man es selbst bei perfektem Run nicht zwingend. Vielleicht gibt es auch eine Abkürzung, die ich noch nicht sehe. So, und diesmal treffe ich aber den Stamm sehr schön. Und dann gehe ich auch auf Nummer sicher. Sehr gut. Und damit hätten wir das geschafft, sogar recht weit vorne. Donnerlittchen, du bist schnell, aber nicht super schnell, wenn du verstehst, was ich meine. Ich freue mich, wenn ich dein Talent erneut prüfen kann und nächstes Mal machen wir es noch schwieriger. Hallo, 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 bereit wieder gegen mich anzutreten? Ja komm, wir machen das jetzt gleich. Wunderbar, ich habe dir sofort angesehen, dass du dem Jagdfieber nicht widerstehen kannst. Nun lass uns ein Rennen laufen, das selbst unsere Seelen verzückt erbeben lässt. Na los, lass uns beben. Eine ausgezeichnete Antwort. Komischer Typ irgendwie. Vor allem, wer ist diese Fahnenträgermaschine? So, damit haben wir die zweite Tempomeisterschaft. Ich glaube, die habe ich noch ein bisschen besser im Kopf, weil ich an der ein bisschen länger gehangen habe damals, lustigerweise, weil ich da die Tempo-Chips noch nicht eingesetzt habe und da versucht habe, das über einfach nur Lernen des Weges hinzukriegen. Jetzt habe ich nicht gelesen, was er gesagt hat. Aber ich glaube, hier habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass man vielleicht auch die Bewegungschips nutzen muss, um überhaupt eine Chance zu haben. Weil im Gegensatz zu ihm kann man halt nicht fliegen, ne? Und muss diesen Umweg gehen. Hä? Komm schon. Und
Ja, man kann es schaffen. Ich würde sagen, ich mache das wieder so. Ich schneide das und schneide den richtigen Part dann rein, weil ansonsten sehen wir jetzt die ganze Zeit nur Rennen hier. Komm schon, das kann nicht dein Ernst sein. Ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß es. Und jetzt los, gib mir alles, gib alles. Wie gesagt, ich schneide das jetzt zusammen und zeig dann einfach den richtigen Part. So, bis gleich. Yes, das müsste es gewesen sein, oder? Nicht übel, so langsam wirst du ein echter Renner. Nicht nachlassen, ich will, dass wir uns gemeinsam immer weiterentwickeln. Ich bin hier, wenn du es noch einmal versuchen möchtest. Und ich glaube, eine gibt es noch, oder? Hallo, 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 hallo. Ich spüre es in meinem Kern. Heute ist der Tag, an dem wir die ultimative Geschwindigkeit erreichen. Wir werden alle Mauern durchbrechen. Schall, Licht, Tachyon. Zweifle niemals an deinem wahren Potenzial. Na ja, gut, Tachyonen laufen ja nur in der Zeit rückwärts. Deswegen sind sie ja nicht schneller als Photonen, ne? Aber okay. Na dann. Aha. Heute zeigen wir der Welt, was es bedeutet, die Verkörperung der Geschwindigkeit zu sein. So, und jetzt kommt, glaube ich, wirklich ein schwerer Teil. Das gerade ging ja noch. Das Schwere an dem Teil ist der Anfang. Unser ruhmreiches Ziel ist gleich dort hinten. Ja, das ist nämlich ein richtig weiter Weg und er darf den einfach fliegen. Und jetzt flieg. Flieg los in eine blendende Zukunft. So, das Problem ist dieser Anfang hier. Bei dem fliegt man halt enorm runter. Und das sollte ich nicht tun. Und hat dann halt schon einen riesigen Rückstand. Was das Ganze nicht unbedingt einfacher macht. Aber hier ist halt tatsächlich mehr wichtig, dass man die Geschwindigkeit hat und nicht die Ausweichdistanz. Bei der letzten war es ganz wichtig, dass man Ausweichdistanz hat. Bei dem hier ist ganz ehrlich eher wichtig, dass man das Tempo hat, weil man hier lange normal läuft. Aber ich glaube, ich mache das wieder genauso wie gerade eben. Das heißt, ich schneide euch den richtigen einfach rein. Nein, 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 nein. Du musst das ganze Feuer deiner Seele entfachen. Was weiß der denn von Seelen und Emotionen? Lass Emotionen dein Herz entflammen und maximiere dein Potenzial. Was weiß der denn davon? Gut, aber wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Das war's, oder? Das ging recht flott, da musste ich gar nichts schneiden jetzt. Groß. Glückwunsch, du bist wirklich der größte Sprinter, den die Welt je gesehen hat. Nimm das hier als Beweis für deinen erstaunlichen Sieg. Ich kann dich nicht weiter herausfordern. Sehr schön, was haben wir denn gekriegt? Neuer Bolzen, rostiger Bolzen, verbeulte Platte. Temposalbe, na das passt ja. Ich habe mein Leben lang nach Geschwindigkeit gestrebt und nun scheint meine Reise am Ende zu sein. Es ist seltsam, eigentlich müsste ich traurig sein. Doch stattdessen spüre ich Frieden. Wenn ich daran denke, wie kämpferisch ich vorher war, scheint mir das sehr schrecklich. Aber das war mein Leben. Es war meins. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ja, und dann haut er sich einfach in die Luft. Weil er keinen Sinn mehr in seinem Leben hat. Was war denn mit diesem Typen überhaupt los? Ja, und der haut sich auch in die Luft. Klar. So, das hätten wir erledigt.
Dann können wir jetzt als erstes mal wieder unsere Fähigkeiten auf die normalen rüsten, weil an sich brauchen wir die Bewegungschips jetzt nicht mehr, es sei denn, ich verliere alle meine Chips mal, weil wir zu oft sterben. Das kann passieren, sollte natürlich nach Möglichkeit nicht. So, wir wollen erstmal dahin zurück, wo der Goliath war, weil da gibt es noch ein paar Stellen, wo die Verräter sein könnten. Und da gibt es, glaube ich, auch noch eine andere Aufgabe, die wir uns oder der wir uns widmen können. Und ich ignoriere jetzt einfach mal die ganzen kleinen Maschinen hier, weil ganz ehrlich, was will ich denn mit denen? Die brauche oder die sind ja keine wirkliche Gefahr, wie gesagt, auch wenn die vom Level her schon ein bisschen höher sind jetzt. So, auf dem Goliath waren wir schon, da waren sie nicht. Die Verräter. So, aber ich will nur noch mal ganz kurz hier rüber. Hier gibt es auch noch eine kleine Mission, die ich ganz gerne mir mal angucken möchte, und zwar hier. Guck mal einer an. Wer bist du denn? Tag auch. Hey, du gehörst zu Yorha, richtig? Hm. Das kommt jetzt ein bisschen aus heiterem Himmel, aber könntest du mir helfen? Es gibt da so eine Art Notfall. Offenbar haben einige Maschinenwesen mehrere Plugin-Chips mit Geheimdaten gestohlen. Wenn die herausbekommen, was sie da haben, bedeutet das großen Ärger für uns. Du musst mir helfen, es sie zurückzuholen. Ja gut, machen wir das mal, ne? Danke. Ich muss insgesamt 3 Plugin-Chips finden. Ich werde dir die Signalcodes schicken, damit du sie aufspüren kannst. Sie sind alle irgendwo in dieser Stadt. Das Ganze sollte also nicht allzu lange dauern. So, und nebenbei können wir die Informationen nämlich mal sammeln, während wir die Verräter finden. Weil ich glaube, die sind... Signal code detected for missing Plugin-Chip. Marking approximate location on map. So, da drüben ist auf jeden Fall was. Ach, jetzt wollen die mich natürlich alle hier bekämpfen, die Ollen. Und tschüss. Ihr könnt mich mal, ihr kleinen Maschinchen. Ihr habt doch nicht mal den Hauch einer Chance, wenn die gar nicht mal so schlecht sind mit ihrem Level jetzt. Ist da noch eine? Nee. Ich dachte, hinter mir wäre noch eine gewesen. So, ich glaube, da drüben, da gibt es, glaube ich, nämlich gleich 2 Aufgaben. Einmal eine mit den Maschinen und einmal können wir da, glaube ich, oder ist das ein mögliches Versteck der Yorha-Verräter? Wobei ich glaube, das Versteck der Yorha-Verräter ist, glaube ich, oben, ne? Aber... Was hast du denn für ein Problem mit mir? Die greifen doch normalerweise nur an, wenn ich angreife, so ein... Da haben wir die Maschinen. Sag bloß. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, Kollege. So, einen hatten wir schon mal mit unserem Laser erledigt. Jawohl, ich kann die auch hochnehmen, das ist sehr gut. Ich meine, manchmal, wenn die zu hoch von der Stufe sind, geht das ja leider nicht, was ein bisschen schade ist. Dann bringt mir der Konter nicht so viel. Aber ich habe ja auch noch den mit der schweren Waffe. Beziehungsweise die ich auf die schwere Waffe gelegt habe, was ja nicht zwingend, wie gesagt, die schwere Waffe sein muss. Apropos, was ist denn hier? Ah, guck mal, damit haben wir schon den Plug-in-Chip. Sehr gut. Damit haben wir schon mal die in Nummer 1, was wir hier wollen. Ganz viele defekte Schlüssel. Was brauchten wir nochmal, um die Maschine zu reparieren? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. So, hier müssen wir wieder gucken. Das haben wir ja beim letzten Mal, als wir hier hochgeklettert sind. Wir müssen irgendwo raus, aber fragt mich jetzt nicht, wo. Es ist auf jeden Fall nicht ganz oben. Wir müssen irgendwo zwischendurch schon raus. Auf dem... davor. Ich glaube fast... Wir sind schon vorbei. Ah, perfekt. Hätte ich fast verpasst. Aber wir haben es halt noch hingekriegt gerade so. So, gucken wir doch mal. Finden wir hier die Yorha-Verräter. Auf dem Dache. Guck mal, da sind sie doch. Alert. Targets are rogue units 22B and 64B. Currently designated for detention. Alles klar, und dann. They come for us, idiot! Prepare to engage and inform the captain! Got it! You're both currently wanted by command for desertion. Disengage and surrender immediately. Shut your trap! Okay, die wollen sich natürlich nicht einfach so ergeben. Das hätte man sich aber auch denken können. So, kümmern wir uns erstmal um die hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das 22B oder 64B ist. Auf jeden Fall scheinen das beides Battle Units zu sein. Ah, Mist, da hätte ich sie gerade... Habe ich sie gerade niedergeschlagen gehabt. Das muss ich besser nutzen. Jetzt. Zack. Ja, bloß blöderweise lassen die sich nicht so einfach hochziehen. Aber der letzte Angriff
Oh, das ist ja ein Gegner. Ist schwer manchmal über sich zu behalten, wer mein Mitglied hier ist und wer von den Gegnern ist. Aber nein, es kriegt das schon halbwegs hin da. So, greifen wir mal sie hier an. Ich glaube, sie ist 640. Kann aber sein, dass ich mich irre. Ich sag da mal zum Glück... Oh, das ist gut. Das war ein guter Angriff. Ich will da keine sicheren Sachen sagen. Ich glaube, sie hier ist 2-2-B. Sie hat auf jeden Fall einen Speer auch. Aber ich habe auch einen Speer, meine Gute. Mal gucken, wer besseren Speer hat. Und ich habe außerdem eine Maschinenaxt. Jetzt haben sie mich von beiden Seiten... Apropos, ich könnte eigentlich mal den machen. Die wollen abhauen. What the fuck? Sind die jetzt abgehauen? Ich glaube, die ist abgehauen. Na klasse. Nehmen wir erstmal eine mittlere Erholung. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, das Problem ist, die können jetzt theoretisch auch an einem Ort sein, wo wir vorher schon waren. Theoretisch da drüben können die jetzt... Also sie können sich jetzt an den Ort zurückgezogen haben. Es ist ein bisschen zufällig halt. Das heißt, sie können jetzt theoretisch auf der Maschine wieder sitzen. Weswegen der Ort auch noch markiert ist. Deswegen gucken wir mal ganz kurz, ob die vielleicht da oben sitzen, weil es einfach der kürzere Weg jetzt wäre. Es wäre schön, wenn sie da wären. Es gibt, ich sag's mal so, es gibt insgesamt 3 Orte, wo sie sein können. Und ja, je nach Zufall sind sie dann an einem von den 3 Orten immer. Beziehungsweise, wenn einer von den 3 Orten halt schon ausgeschlossen ist, sind sie da nicht mehr. Gucken wir mal, ob wir sie jetzt hier oben finden. Das wäre ganz schön. Und sie dann endlich festnehmen. Beziehungsweise, ich glaube, wir würden sie erledigen. Aber gut. Huch. Nein, das war nicht, was ich wollte. Och, Glück gehabt. Wieso bist du da drüber gesprungen, Tobi? Das war überhaupt nicht, was ich wollte. Okay, mal gucken. Seid ihr hier? Ach, guck mal. Ja, ja, das wissen wir schon. Oh, die greifen mal ganz schön an. Hier, was habt ihr denn davon? So, hier mal. 2-2-B wieder ein bisschen angreifen. Alter, die legt aber ganz schön los mit ihrem Speer. Aber wie gesagt, einen Speer habe ich auch, meine Gute. Und eine fette Axt. Die sah, glaube ich, ein bisschen flotter mit ihrem Speer. Aber ich bin dafür ein bisschen besser im Ausweichen. So, nein, S kümmert sich so lange um 64B, aber der ist ja natürlich keine Battle-Unit, der Gute. Der ist ja eigentlich eine Scanner-Unit. Ja. Das war natürlich nicht ganz so clever. Das ist das Problem bei denen, weil die nicht so richtig hochgeworfen werden können. Sind die Niederschlag-Moves da irgendwie ein bisschen sinnlos. Und zack, Mist. Voll daneben gehauen. Die hauen auch schon ganz schön rein, die Guten. Halten vor allem echt viel aus, darf ich das mal sagen? Ja gut, aber ich habe ja dafür extra ein bisschen Erholung. Klar, bleib mal ruhig, meine Gute. Und zack, sehr schön. Einmal volles Pfund getreten. So, dann laden wir mal unsere Axt auf hier. Und dann gibt's aufs Maul, meine Gute. Ah, die kann sich draus wehren, das ist nicht so geil. So, aber wir haben sie beide schon fast unten. Würde mich jetzt nur noch mal interessieren, warum sie eigentlich gesucht sind. Aber sowas muss man ja nicht wissen, ne? Sie sind desertiert, glaube ich, ne? War das in der Mail? Ich bin mir nicht 100% sicher gerade. Na, ganz ruhig, meine Gute. Greifst mir zu viel an, darf ich das sagen? So, da kommt gleich ein... Pass mal auf. Das beende ich jetzt mit meinen Hauptwaffen hier. Die sind ein bisschen schneller und haben höhere Kombinationen. Damit kann ich, glaube ich, wesentlich besser gegen andere Yor-Einheiten kämpfen. Ich meine, gegen so ein paar Maschinen komme ich auch mit einer Axt ganz gut klar. Sag mal, ich sehe die Angriffe von denen manchmal gar nicht richtig. Aber gegen so eine Yor-Einheiten bin ich, glaube ich, mit den Waffen hier deutlich besser. Und tschüss. Oh, ne, das war irgendwie nix. Oh ja, ich glaube, ich habe eine erledigt. Das müsste 64B sein. Und sie hier ist auch gleich erledigt. Huch, sie ist weg. Und tschüss. So, wir haben sie erledigt. Und jetzt? Müssen wir jetzt noch... Achso, guck mal, da ist ja noch jemand. 64B. What the hell? Alert. Target is former Yorha Captain 8B. Currently wanted for desertion. Ah, ja. Proposal. Disable and detain at once.
Ihr da fette Waffen. You did this! Please, you have to stop fighting! Shut up! You don't know anything! Ja, dann erzähl mal was. Unit 8B specializes in close quarters combat. Proposal: destroy enemy with long range attacks. Alles klar. What happened to detain? Job. So viel dazu. Na gut, ich meine, die wollten sich ja nicht festnehmen lassen, ne? Da kann man dann leider auch nichts ändern. Ui. Gut in der Luft gestanden, Tobi. Und zack. Ich meine, kann man, im Endeffekt kann man es da nicht ändern. Wenn die unbedingt kämpfen wollen, dann sollen sie es kriegen. Ja, und jetzt ist... Na gut, jetzt muss man natürlich sagen, die Arme, auch wenn sie der Captain war einst, hat natürlich jetzt gegen zwei Einheiten keine wirkliche Chance. Auch wenn dein S, wie gesagt, eigentlich nur eine Scanner-Einheit ist, hat die jetzt natürlich nicht wirklich... Oh, die ist gut ausgewichen, das muss man ihr lassen. Da kann ich vielleicht sogar mehr mit der Axt kämpfen. Weil die ja insgesamt eigentlich ganz gut reinhaut, die Axt. Na komm, das ist eh gleich vorbei. Ich glaube, den Kampf können wir eigentlich zu den Akten legen, meine Gute. Das war ein bisschen zu kurz. Warte, nein, S, halt sie noch ganz kurz. Jetzt. Und direkt den hinterher. Ja, man trifft sie halt nicht immer komplett damit. Aber es geht zumindest halbwegs. So, hier. Laser. Wollte ich eigentlich gerade schon machen. Alter, die hat aber auch ein paar gute Kombinationen drauf. Muss ich echt ein bisschen aufpassen. Nebenbei immer mal mit dem Pott schießen. Das ist halt das, was ich noch so gar nicht hinkriege, so nebenbei mit dem Pott zu schießen. Das ist eigentlich das, was vieles viel einfacher machen würde. Ich meine, der macht zwar nicht viel Schaden, aber immerhin ein bisschen, ne? Und am Ende macht Kleinvieh auch Mist. So, nein, das halt sie mal ganz kurz da. Bam! Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen komisch, weil sie halt nicht hochgeworfen wird. Normalerweise macht man das halt mal bei Maschinen, die dann hochgeworfen werden. Deswegen ist das irgendwie so ein bisschen komisch, dass man das bei ihnen auch machen kann, aber... So, hier. Und zack. Ja gut, ich glaube, das war's jetzt fast. Jetzt hat die Olle keine große Chance mehr. Jetzt haben wir auch die dritte gleich erledigt von den Deserteuren. Und tschüss. War's das? Nee, sie ist sogar noch da. Dann schieße ich noch mal ein bisschen mit dem Pott drauf. Sie scheint ja keinen Pott zu haben. Okay, jetzt haben wir sie erledigt. Und wir haben eine neue Waffe gekriegt, den Lanzentyp für 4-0. Why the hell did they steal from the Resistance in the first place? You think Anemone might know something, 2B? Let's find out. Ach so, das war das. Sie haben was gestohlen. Es war kein Desertier oder war nicht Desertierung. Sie haben was gestohlen. Ich will mir nur mal ganz kurz den Speer angucken. Ob der vielleicht besser ist als der Speer, den wir haben. Lanzentyp hat 3 und 2. Hat aber ein bisschen mehr Schaden, oder? Dann würde ich doch sagen, ganz ehrlich... Dann kommt hier der andere Speer rein. Ich meine, der andere ist eh noch nicht verstärkt worden, von daher ist es auch nicht so wichtig. So, ich nehme mal ein bisschen mittlere Erholung. Wir können jetzt bei Anemone, bei der guten mal vorbeischauen und mal ja ein bisschen was über die beiden Androiden hier vielleicht in Erfahrung bringen. Gucken wir mal und dann würde ich sagen, machen wir uns noch auf die Suche nach den letzten Plug-and-Chips, die wir ja auch noch finden müssen. Der Speer sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Der hat was. Aber gut, wenn wir jetzt schon mal hier direkt in der Nähe sind, können wir auch direkt mal die gute Anemone fragen. Tach. Ja, kann ich euch helfen? Wir müssen wirklich mit deiner Hilfe etwas klären. Kannst du uns etwas über die Yorha-Soldaten erzählen, die eure Vorräte gestohlen haben? Ich höre jetzt zum ersten Mal davon. Hä? Ich meine, wir bewahren unsere Vorräte an mehreren Orten auf, aber soweit ich weiß, wird nichts vermisst. Ich verstehe. Naja, danke. Kommt da noch was? Okay. Ich dachte, da käme jetzt noch was. Aber scheinbar nicht. Also, die haben in Wirklichkeit gar nichts gestohlen und dann ist ja die Frage... Ach, jetzt kommt noch was. So, es scheint, dass diese Soldaten nicht wirklich etwas stehlen. Which means... what?
9S to command. Come in. Operator 210 here. Go ahead. It's about the Yorha soldiers who deserted. Copy that, 9S. We've confirmed their status on this end. No, but I mean, the Resistance says that none of their supplies are actually missing. So what's going on here? I lack access to the data concerning this mission. Huh? The order came from the commander herself. What? Operator, I don't understand. Be careful, 9S. I have no further information. Huh? Operator? Operator? The hell is that all about? Let's go. But we're here to fight. That's all. Na, da war wohl doch noch irgendwie was anderes mit drin, so wie es aussieht. Gut, dann können wir mal ganz kurz gucken bei den ganzen Sachen, die wir hier gerade zu tun haben. Wo finden wir denn die restlichen Plug-in-Chips? Da drüben ist die Fabrik, da müssen wir ja dann noch nach 11B suchen. Da sind die beiden vertraulichen Informationen. Okay, das ist ja ganz in der Nähe. Da kümmern wir uns mal ganz schnell drum. Dann haben wir die Sache mit den Plug-in-Chips nämlich dann auch noch heute erledigt. Und dann können wir uns beim nächsten Mal um 11B kümmern, die ja vermisst wird. Oder beziehungsweise die ja damals abgeschossen wurde und seitdem vermisst wird. Und dann können wir mal gucken, ob wir die Maschine hier repariert kriegen. Und ja, noch so ein paar andere Sachen, die sicher möglich sind. Aber wie gesagt, erstmal diese Plug-and-Chips jetzt. Weil dann haben wir das auch, sind wir damit auch fertig. Alter, die fette Säge, die da einfach rumliegt. Fette Sägeblatt. Weiß nicht, kann man das überhaupt noch als Säge bezeichnen so richtig? So ein Ding, wie das ist. Ich meine, so wirklich, wenn das, dich das Ding trifft, sägt es dich ja nicht mehr durch. Huch. Operator 60 to 2B. Come in, 2B. 2B here. The monitoring signal from the new access point has gone silent. I'm sending you the positional data. Please investigate the site as soon as possible. Understood. Okay, welcher Achso, von dem neuen. Na gut, da können wir uns dann auch gleich mal. Das machen wir dann auch noch in der. Das sollte ja schnell gehen. Wahrscheinlich haben da wieder irgendwelche Maschinen was gemacht. Und die hier sind wahrscheinlich die, die den Plug-in-Chip haben. Das sieht ganz so aus. Boah. Ah ja. Das war überhaupt nicht, wie ich es geplant hatte, ganz ehrlich. Ich wollte da eigentlich nach oben, um einen gewissen. Nein, ich will nicht den Elch angreifen. Ich will die Maschinen angreifen, die mich töten wollen. Jetzt greife ich ja den blöden Elch an und das könnte gleich zum Problem werden, weil die Elche ungemein stark sind. So, mal hier ein bisschen. Alter, okay, den muss ich. Da muss ich auf Distanz bleiben bei dem, ganz ehrlich. Das bringt, glaube ich, sonst nichts. Und schön die ganze Zeit mit dem Pott drauf feuern. Komm, nein, es feuer schön mit dem Pott drauf. Das Problem ist, sobald er nämlich nahe kommt, wie man sieht, sobald der Typ nahe... Ah, sehr schön, wir haben eins von seinen Teilen zerstört. Sobald der Typ nahe kommt, fängt er an zu rotieren und dann kann ich natürlich auch nichts machen. So, wenn jetzt nochmal der Laser kommen würde, wäre es echt schön. Jetzt könnte ich was machen. Na gut, jetzt ist er auch gleich erledigt. Sehr gut, und damit haben wir den Plug-in-Chip schon mal. Requested Plug-in-Chip obtained. Alert. The specifications of this Plug-in-Chip are unusual. This chip is a model used exclusively by Yorha units. There is no reason for a non-Yorha android to possess it. A Yorha-only chip? Ein Chip einer Yorha-Einheit. So, ich ignoriere die Maschinen hier mal, die uns angreifen. Es sind hier viel zu viele Maschinen gerade unterwegs, habe ich das Viel zu viele Maschinen, wollte ich sagen, unterwegs. Sehr gut, beide erwischt. Ja, wenn die keinen Bock mehr haben, soll's mal so sein. So, und da drüben sollen wir den letzten Plug-in-Chip theoretisch finden. Zumindest ist da das Signal des letzten Chips. Fragt sich halt, warum, oder was die Yorha, oder warum das Yorha-Plug-in-Chip sind. Tag auch, Freunde. Um Gottes Willen. Oh, ich kann die hochziehen. Ach, du Heilige. Ich muss als erstes den Typen da hinten ausschalten. Das ist ja schrecklich. Was der hier macht. Oh, ich glaube, entweder der ist schon tot oder er ist runtergefallen. Das kann beides passiert sein. Ich meine, lieber wäre mir natürlich tot. Aber gegen runterfallen habe ich an sich auch nichts. Alter, hat er gerade Damage gedrückt. Und zack. Sehr schön. Ja, ich glaube, die sind alle runtergefallen jetzt, oder? Und tschüss. Das war's dann auch mit dir. Die Frage ist, wo sind jetzt die anderen? Wohin sind die anderen runtergefallen? Ich glaube, die
Könnte das sein, dass die da unten irgendwo... Ah ja, guck mal, da ist er. Boah, ehrlich. Ehrlich, Junge. So, jetzt mach ich dich fertig, bevor du noch irgendwas tun kannst. Und da ist der andere. Wie sie jetzt hier alle rumrennen. Sehr gut, damit haben wir auch den letzten Plug-in-Chip. Sehr schön. Alert. Incoming message from command. All units, be on the lookout for a missing Yorha in the city ruins. This unit was in possession of several plug-in chips that contain classified information. I need you to seek out whatever intel you can regarding their current whereabouts and status. Roger. Na, das chips klingt... with classified data, is it? Das klingt ja ganz nach den Chips, die wir suchen sollten, ne? Na, was der wohl mit diesen Chips will? Alter, da sind aber viele von denen. Ach, warum fliegen hier denn so viele Maschinchen rum? Das ist ja unschön. Mach ich dich so fertig. Die fliegenden Maschinen sind das Schlimmste, ganz ehrlich. Ich brauche unbedingt mal langsam einen Chip, der mich zwischendurch heilt, muss ich ganz ehrlich sagen. So einen gibt's ja auch. Dann brauche ich nicht die ganze Zeit irgendwelche Heilungen verbraten. So, gucken wir doch mal, was der dazu zu sagen hat. Oh, falsches Gebäude. Ah, eine mittlere Erholung, das ist aber auch nicht schlecht. Der ist da drüben in dem Gebäude. Ui, das war knapp. Fast zu spät. So, Tag, mein Gutster. Ich hab da was gehört. Oh Mann, du hast mir echt den Hintern gerettet. Ich nehme die Chips jetzt an mich. Ja, wir können ablehnen. Das Ding ist, wir lehnen auch tatsächlich mal ab. Mal gucken, was er dann sagt. Hm, warum nicht? Du denkst doch nicht etwa, ich drehe hier ein krummes Ding, oder? Na komm schon, ich brauche diese Chips. Bevor ich dir die Chips gebe, musst du mir eine Frage beantworten. Weißt du etwas über eine vermisste Yorha-Einheit hier in der Gegend? Nein? Bist du sicher? Ach, vergessen wir das mit den Chips. Wir sehen uns. Ja, im Prinzip, das ist das, was ich ein bisschen, wie gesagt, kritisieren würde an der Stelle. Man kann mit den Chips jetzt nichts weiter machen. Man kann die auch nicht zum Kommando bringen und denen die Chips übergeben, so nach dem Motto, hier, wir haben sie gefunden. Alles, was man machen kann, ist ihm die Chips geben und gucken, was passiert. Oder man tut's halt nicht. Aber dann passiert halt nichts, ne? Also es ist nicht so, dass das irgendwie dann in was anderem resultieren würde, groß. Deswegen werden wir ihm jetzt die Chips geben. Es ist halt so ein bisschen... Ja, die Entscheidungen sind hier halt so ein bisschen... Naja, nicht ganz so schön. Na gut, was? Jetzt wollt ihr mir die Plug-in-Chips geben? Wir geben sie mal und gucken mal, was daraus wird. Danke. Oh, ich weiß, es ist nur ein kleines Zeichen, aber nimm. Oh, Stufe 18, verbeulte Flatte. Oh, und ein Pod-Programm, Schwerkraft. Schön, dass ich euch Leutchen vertrauen kann. Beim nächsten Mal stelle ich euch meiner Familie vor. Na, da bin ich ja mal gespannt. Gucken wir mal, ob wir seine Familie irgendwann treffen. Schauen wir mal. So, und jetzt, ich kann ja eigentlich mal, wenn wir gerade dabei sind, das Pod-Programm benutzen. Anstatt des Lasers können wir ja mal die Schwerkraft einfach benutzen. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Und dann kümmern wir uns um den neuen Access Point, der scheinbar nicht mehr erreichbar ist. So, gucken wir mal ganz kurz. Das sieht schon nach was aus. Wahrscheinlich, so wie ich das verstehe, werden die ganzen Gegner da hingezogen. Okay, der Access Point war ja da unten. Dann fliegen wir, lassen wir uns mal schön da runtergleiten. Ach Gott. Die blöden Würmer sind wieder da. Ganz ehrlich, die ignoriere ich. Ich hasse die Viecher. Die Viecher sind unglaublich nervig zu bekämpfen, muss man ganz einfach so sagen, wie es ist. Was macht denn hier ein Elch? Wie ist der denn hierher gekommen? So, da unten soll es sein. Ach ja, stimmt, hier gab es ja jetzt auch eine Leiter, ich erinnere mich. So, oh. We got company. Looks like machines. Wie sieht denn das aus? Alert. Jamming signals detected from enemy units. Yeah? That's not good. Sag bloß. Okay, die unterbrechen also hier quasi mit ihren Signalen unsere Funkverbindung, unsere Verbindung, wenn man so möchte. Aber gut, das heißt, wir müssen sie ja nur erledigen. Dann sollte die Verbindung wieder aufrecht sein. Wie sind denn das auf einmal? Das sind ja auf einmal eine ganze Menge. Wie das damit? Auch zu lange zum Laden dafür, hä? Ja, das dauert mir zu lange zum Laden, muss ich sagen. Der Laser geht da deutlich schneller. Und außerdem bringt das auch nicht so viel, wenn wir mal ehrlich sind. Muss mal versuchen, warte mal. Mal sehen, ob das geht. Das ist
das hat irgendwie nicht geklappt. Was sind das viele? Kann ich ihn hochnehmen? Natürlich nicht, genau. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass das nicht klappt. Das Problem ist halt jetzt, ich habe zwar die blöde Fähigkeit, aber so wirklich viel bringt, tut die halt leider nicht. Die wäre halt in Kombination mit dem Laser ganz hilfreich. Oder wenn ich ein bisschen mehr Damage machen würde, wäre die vielleicht auch gut machbar. Zack. Gott, das war knapp. Gottes Willen, sind das viele, ey. Und die haben alle das Signal hier unterbrochen, die sind echt clever. So, den erstmal erledigen. Und aus irgendeinem Grund kriege ich manchmal die Konter nicht richtig hin. Gut, nicht so wild, wir haben es geschafft. So, jetzt müsste das Ding wieder frei sein, oder? Alter, waren das viele. Oh, guck mal, was für den Gürtel, für den braunen. Kleines Zahnrad. Alter, hier ist einiges. Ohne Titanlegierung. Vielleicht können wir den ja auch nochmal machen. Ja, der dürfte inzwischen ganz schön ordentliches Leveln haben. Angeln brauche ich hier jetzt nicht. So, müsste ja jetzt wieder aktiviert sein, oder? Enemy machine lifeforms eliminated. Access point returned to functioning status. Bunker to 2B. The signal from the access point just came back online. Good job. I have some information about that, Commander. Go on. The access point went offline because machine lifeforms were jamming it. Which means they know that facility is one of our network terminals. Yeah, but that's not all. While they knew it was connected to our network, they didn't try to destroy it. It's almost like they were trying to lay a trap. Damn. They're getting smarter by the day. Thank you. I'll be sure to share this with the Council of Humanity on the Moon. Understood. Das klingt komisch. Die werden cleverer oder schlauer. Na gut, aber wir wissen ja schon, dass Maschinen sich scheinbar weiterentwickeln können. Gut, gucken wir mal ganz kurz, ob wir noch irgendwas im Posteingang haben. Nein, scheinbar nicht. Dann würde ich sagen, transportieren wir uns mal zum Fabrikeingang und machen uns auf die Suche nach den, ja, nach 11B. Aber ich würde sagen, wie wir da hingehen. Und ja, gucken, was wir an 11B finden, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Nier Automata. Bis dahin, ciao.